Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Awakening, der schwarze Baum. So, wir müssen uns hier noch umschauen und können auch direkt ein paar Sachen suchen. Beziehungsweise erwimmeln. Das ist natürlich wunderbar. Und freut uns auch auf jeden Fall sehr. So, jetzt brauchen wir noch einen Armschutz und einen Köcher und eine Axt. Jetzt nur noch die Axt. Perfekt. Das ging schnell. Dafür bekomme ich jetzt hier auch so ein Holzkästchen. Ist die Frage, können wir das öffnen oder nicht? Hä? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Schläft tief und fest. Okay, hier haben wir schwarze Pflanzenfarbe. Ah, perfekt. Da ist auch noch die Fee. Das freut mich auch sehr. Und jetzt schauen wir mal noch weiter, ob wir hier noch irgendwas... Ob wir hier noch irgendwas finden. Ich habe mich noch nicht so gut umgesehen. Ich möchte wenigstens noch alles sehen, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Ich denke, dann können wir jetzt wahrscheinlich die Pflanzenfarbe herstellen. Würde ich mal schätzen. Dann machen wir das doch einfach mal. So, da ist die Frage. Wie funktioniert das? Okay, also wir müssen die Pflanze hier reintun. Dann... Okay, warte. Was dann? Achso, dann beides in den Topf. Alles klar. So, dann die Tücher da rein. Ordentlich rumrühren wahrscheinlich. Perfekt. Nö, nicht perfekt. Warte, was dann? Ja, dann haben wir die. Fertig, oder nicht? Ach so, das muss damit dran. Ah. Sehr schön. Das Tuch bleibt jetzt einfach da anscheinend. Na gut, so, dann können wir aber jetzt hier das Bild ausmalen und unseren Prinzen retten, nehme ich mal an. Oh. Oh, was ist das denn? Ach so. Nee. Ah. Nö. Doch. Hä? Okay, warte, ich muss erstmal gucken, wie genau ich das hier verschieben kann. Okay, Moment, ich kann das so weit runterschieben. Aber die... Ah, okay, doch, die kann ich auch da drüber schieben. Gut. Dann dürfte das ja kein großartiges Problem werden, hoffe ich mal. Ja, doch. Moment, der hier muss mal da weg. Dann kann ich das wenigstens hier oben reinschieben, oder nicht? So. Dann den wieder zurück. Ich glaube, das passt noch gar nicht. Ich schiebe die erstmal da oben hin, das stört niemanden. So, jetzt das hier nach oben alles wieder. Dann können wir den nämlich auch hier rausholen. So, okay. Und jetzt brauchen wir Platz für die andere Seite. Wir schieben einfach alles hier rüber. Also es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. So, Moment. Der kommt auch noch hier unten hin. Dann ist der aus dem Weg. So, nur noch der hier oben. Oh, ups. Hier gibt es nichts. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt müssen die nur noch da reinpassen. Und dann haben wir es. Passt nicht. Okay, wartet. Ja, nur noch da reinpassen müssen die jetzt. Moment mal. So. So, okay, jetzt doch, es passt. Cedric, what do you make of this? Hmm, strange that the box doesn't have a keyhole. And those handprints. Give it here.
It's responding to me. We have our contract. Kill the prince, and this box will open with the other half of the payment. What was that? Someone is trying to have me killed? How'd the gnolls know I'd be here anyway? What was that? Tja, das ist eine gute Frage. Können wir das jetzt öffnen? Tatsächlich. Flaschenpost. Okay, ich verstehe. So here's the black tree. Let's leave before the gnolls wake. Alles klar. Yippie, wir kommen weiter. I think we ought to figure out what that strange blob is before we move on. Okay, dann schauen wir mal. Hier ist schon mal eine Fee. Aha, was haben wir hier jetzt wieder? Juhu! Das war ja leicht. Es dauert aber immer eine gewisse Zeit. Also manchmal dauert es sogar ziemlich lange, wie ich finde, bis erkannt wird, dass wir da was machen können. Beziehungsweise nicht, dass wir da was machen können, sondern dass erkannt wird, dass ich das richtig gemacht habe eben. Wow. Entferne das Halsband des Drachen. Toll. Es ist kaputt gegangen. It's hurt. I can heal its wounds, but I'm missing some common ingredients. No, der arme Drache. Here's the list of things I need. Use this pouch to hold the mushrooms. Okay, dankeschön. Dann schauen wir aber vorher noch hier rein. Mal gucken, was er noch, sonst noch so in seiner Tasche mit sich rumschleppt. Ich komme zurück, sobald ich alles habe. Armer Kerl, erst haben sie sein Bewusstsein kontrolliert und jetzt ist er verletzt. No, das ist echt schade. Der arme, süße Drache. Achso, das ist immer noch der Drache. Du winkst, was ist los? Er hat recht, wir müssen tiefer in den Wald gehen, um die Zutaten zu finden. Ah ja. Na gut, dann gehen wir mal. Er kommt ja anscheinend mit. Hier haben wir doch schon Pilze. Oh Gott, ich muss die richtigen Pilze finden, wa? Das kann dauern. Das sind verdammt viele Pilze. Yeah. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, die haben wir auch. Von so kleinen müssten doch noch hier irgendwo welche sein. Nee, die sind's nicht. Ah, die. Pilze über Pilze. Lang lebe Pilze. Okay, wir haben es fast geschafft. Fast geschafft. Wir brauchen nur noch diese Gruppe, die ich irgendwie nicht finde. Oder ich klicke die ganze Zeit dran vorbei. Das kann natürlich auch sein. Sind denn diese Pilze? Das müssten die sein. Ja, perfekt. Achso, mit dem Beutel wahrscheinlich. Yeah! So, was brauche ich noch? Das nehme ich mal mit. Ein alter leerer Kessel. Okay. Da können wir vielleicht Wasser oder sowas reintun. Wir haben hier auch noch keine Fee gefunden. Jetzt schon. Vielleicht ist unter dem Wagen ja etwas. Ich brauche Licht. Gib mir Licht. One fireball coming up. Dankeschön. So, dann gucken wir mal hier. Wir haben genug Augen. Das ist super. Was zum... Moment, was soll ich machen? Wähle die Augen in der richtigen Reihenfolge aus.
Okay, also damit muss ich wirklich anfangen. Okay. Nein. So, perfekt. Sehr schön. Oh, hier ist schon wieder dunkel. Viel zu dunkel, ich muss Licht besorgen. Inside the wagon? No problem. Juhu! Dankeschön. So, hä? Umhang? Oh mein Gott, echt? Wir müssen jetzt erst Schlüssel finden. Finde ich cool. Sowas finde ich cool. Es ist halt dann einfach mal was Neues, ne? So, jetzt können wir uns um das kümmern, was wir hier brauchen. Moment. Wir müssen auch noch die richtigen Teile dann mitnehmen hier, damit das zusammengesetzt werden kann. Perfekt. So. Karte noch. So, was fehlt denn jetzt noch? Mörser. Und Karte. Hatte ich nicht gerade... Ach, da ist noch eine Karte. Perfekt. So, was gibt's denn jetzt hier? Eine Decke und einen Korken. Ganz viele Schubladen. Für die brauchen wir anscheinend... Ah, die liegen hier rum. Ja, perfekt. So. Hä? Was? Ich konnte auch alle öffnen. Hä? Regenbogenpulver? Regenwolkenpulver, meine ich. Wieso kann ich die anderen jetzt nicht mehr öffnen? Naja. Okay. So stellt man Regenwolken her. Okay, wir brauchen das, wir brauchen das und wir brauchen einen Korken. Oh mein Gott, Regen herzustellen erfordert Anmut und Können. Spiele 5 Noten, um den Ostwind herbeizurufen. 5 Noten. 1, 2, 3, 4, 5. Bitte ihn freundlich um Hilfe, dann schickt er seine 3 Windhundwelpen. Windhund. Windhund. 1, 2, 3. Sie tollen über die Wolken am Himmel und nach 4 Blitzen wird dann Regen fallen. 1, 2, 3 und 4. Ja, super. Was soll ich jetzt damit machen? Ich habe einfach mal eine Regenwolke gemacht, ne? Keiner weiß warum. Vielleicht hätte ich besser was anderes nehmen sollen. Ach so, für Wasser. Ah, jetzt ergibt das Ganze auch noch Sinn. Moment mal, was ist das hier eigentlich? Liste. Rinde mit Moos, Pilze, heißes Wasser. Okay, heißes Wasser. Da ist jetzt die Frage. Moment, ich muss es erhitzen. I know, I know. The cauldron. I'm on it. Ja, du bist so gut, Cedric. Er kann das. Achso, das muss ich wahrscheinlich mitnehmen. Genau. So, jetzt brauchen wir noch die Rinde mit Moos. Und die kriegen wir hierher. Mit Stein. Perfekt. So, dann haben wir ja jetzt alles, nehme ich mal an. So, heißes Wasser. Ach, und die Pilze. Ja, ist gut. Excellent. Give me a moment. It's ready, but I need your help. Come here and apply the medicine to this spot. Okay,
Also, wir sollen erstmal bestreichen, nehme ich mal an. Überall, wo es wehtun könnte. Ich glaube, das war's, ne? Ah ne, Moment. Hier, wir müssen noch die ganzen Stacheln daraus holen. Sonst noch irgendwo? Nö. Und dann die Beulen einbinden. Oder so. So. The salve I made works quickly, but I need bigger bandages to dress this wound. Okay, ich habe noch eine Decke. Perfect. We're ready to fly anytime. Yippie. So, und was ist mit ihm? Er bereitet sich zum Aufbruch vor. Okay, er winkt halt die ganze Zeit. Das irritiert mich. Perfect. We're ready to fly anytime. Ja, dann. Hopp. Let's fly. We traveled far beyond the kingdom's borders, following the great river. And at last we arrived at a dusty, lifeless land where only the black tree grew. Betritt den Baum, das kriegen wir hin. Natürlich vorher hier erstmal mal wieder gucken. Jetzt sind meine ganzen Sachen weg, die ich vorhin noch hatte. Ist das nicht merkwürdig? Ich finde das auch sehr merkwürdig. Habe ich anscheinend alles jetzt verloren. Egal, wir buddeln hier, wie wir noch nicht gebuddelt haben. So, damit haben wir auch das Krönchen zusammen. Mensch, irgendwie geht das gerade voll fix, ne? Ich habe gerade das Gefühl, als wären wir schon kurz vorm Ende. So, was haben wir denn hier? Das ist die Frage, muss ich diese Dinger finden? Ja, muss ich... Ah. Aha. Okay, wartet. Nee, ich will mal... Obwohl, das brauche ich doch auch, oder nicht? Was, da ist doch das. Ah ja, okay. So, ich brauche aber jetzt hier ein Schild mit einer Sonne. Dann brauchen wir das Herz. Wir brauchen hier die Beine. Und das brauchen wir auch. Dann diesen Kopf. Aber so... Okay, und das und die Kugel und das und die Krone. Perfekt. Aha, jetzt habe ich mir wahrscheinlich den Weg geöffnet, oder? I sense powerful magic within this tree. Be careful as you look for clues. Okay. Oh, eine Eule. Hoppla, wo kommt die Eule her? Und wie werde ich sie los? Hm. Das ist eine gute Frage. Yep, yep. Fire in the hole coming up. Never thought I'd use fire to scare a bird away. Okay, wir verscheuchen damit also den Vogel bzw. die Eule. Oh, tut mir leid, Eule. Ist nicht böse gemeint. Und da ist die Eule weg. Hab fast gedrückt. Ich muss auch überall drauf drücken, ey. Longhorn. It's all right. I trust you, Sasha. Find out the truth. Ach, Cedric ist noch mit reingekommen. Ja, wie praktisch. So, was ist das denn hier? Welcome back, Your Majesty. The Black Heart awaits its rightful owner at the top. Okay. Was soll das denn bedeuten? Wähle die magischen Kreise aus, um das versteckte Muster sichtbar zu machen. Finde die passenden Musterpaare. Ach so, dieses Muster. Alles klar. Wie seltsam, ein Buch an einem Ort wie diesen. Ja, was steht drin? Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr herausfinden. Doch irgendwann schon, bestimmt. Zu weit weg. Wenn ich Pfeil und Bogen hätte. Habe ich. Ah, da ist was rausgefallen.
So, ich muss noch mal eben gucken, wo die Fee ist. Da ist sie. Versteckt auf dem Baum. So, den Krug nehmen wir auch mal eben mit und dann machen wir hier was sichtbar. Winzige Kieselsteine, ich brauche eine Lupe. Okay. Habe ich nicht. It said Your Majesty. No way. How could my father be the knight? It's a frame-up, I'm sure of it. And the tree lets in only humans. We're looking worse by the second. Let's get to the bottom of this. Aber vielleicht steckt ja doch sein Vater da, dahinter. Hinter dem Ganzen. Wer weiß, wer weiß. So, meine Lieben, ich werde allerdings an der Stelle nun erst einmal einen Cut machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!